Umbau einer NQD auf Mono-Brushless-Antrieb. Äußerlich ist hier in diesem Fall fast alles geblieben. Die Turnfin ist noch nicht die optimale. Zum Tragen kam ein Standard-Motorhalter mit einer erweiterten Unterlage, Keil mit Aussparung. So, von innen wurde es komplett entkernt. Zum Einsatz kam dieser Keil mit der Motorhaltung, damit ich den Motor aus meiner Geico 36 Zoll möglichst weit nach hinten bringen konnte, um Platz für den 120 Ampere Regler von Seeking zu haben. Vorne ist reichlich Platz für 3S bis 6S Akkus. Das Steuerservo. Moment. Mit einer Alu-Haltung dort untergebracht. Verwendet wurde jetzt in diesem Fall erst einmal eine 3,2 mm Flexwelle. Das Propeller ist noch offen. Hinten wurde mit einem 3D-Drucker eine 5 mm Platte angefertigt, um das Heck zu verstärken. Und von unten wurden die Wellentunnel verschlossen. Ich hatte gerade eine Klarsichtplatte. So, dann geht es die nächsten Tage ab aufs Wasser.